Der finale Trailer zu S Kapitel 2 ist erschienen und ich muss sagen, ich habe jetzt schon Flitzekacke. Ich habe Stress, ich habe Angst, ich krieg Schweißperlen. Und auch wenn ich ein Verfechter des Originals mit Tim Curry bin, muss ich sagen, Chapeau, Bill Skarsgård, dein Pennywise macht mir Schiss. Und ich bin gespannt, ob das ähnlich wie bei dem ersten Trailer nun auch bei dem finalen Trailer ist. Ich hatte gerade schon erhebliche Tonprobleme und ich hoffe, dass diese jetzt gelöst sind. Dementsprechend schauen wir uns den Trailer mal an und schnacken gleich über die Rückkehr nach Deary in S Kapitel 2. Play. Etwas passiert mit einem, wenn man diese Stadt verlässt. Je weiter man weg ist, desto verschwommener wird alles. Bill und Beverly. Aber ich war nicht weg. Ja, das stimmt. Ich weiß noch alles. Oh Gott. Wer ist das? Oh Gott! Alter! Neues, neues. Auf die Verlierer? Yeah, Club der Verlierer. Wir haben etwas geschworen. Schwört das. Wenn es nicht tot ist. Ja, yeah, James McAvoy. Wenn es je wieder zurückkommt. Boah. Dann kommen wir auch zurück. Bill Hader! Wir haben es nicht aufgehalten. Pennywise. Pennywise! Der Clown. Das nicht nochmal zulassen. Oh. Boah. Keiner? Georgie, oder? Ja, Georgie war das bestimmt. Georgie! Kleiner! Ah, Schmerz. Hallo. Ah. Bitte. Jahre habe ich von euch geträumt, habe ich nicht nach euch gesehen, habe ich euch vermisst. Wir müssen es erledigen, endgültig. Ich habe uns alle sterben sehen. Es frisst uns von innen auf, bis wir keine Chance mehr haben. Du hast gelogen. Und ich bin tot! Jordi! Du hast gelogen! Und ich bin tot! Alter Vater! Eieiei, also das sieht auch schon mal richtig beängstigend aus. Vor allem das Ende des Trailers hat mir gerade echt nochmal Schiss gemacht. Dieses zerfließende Gesicht von Pennywise. Alter Vater. Aber was ich cool finde, das Finale von S wird hier nicht angeteased. Und das finde ich gut. Das ist auch, dass im finalen Trailer nicht gezeigt wurde, worauf der Film letzten Endes hinausläuft. Es wurde natürlich schon angeteased. Es gibt diese eine Szene, wo die da so eine hügelige Untergrundlandschaft hinunterlaufen. Also da weiß man schon, glaube ich, zumindest die das Original geguckt haben und das Buch gelesen haben, wo der Club der Verlierer da gerade unterwegs ist. Aber ich finde das auch, also das ist auf den zweiten Teil freue ich mich, weiß ich nicht, also ich mag das Original bis dato noch mehr, aber dieser Trailer, ich glaube, das könnte der Teil des Remakes sein, der mir gefallen wird. Ja, den ersten Teil, den fand ich zu krass am Original. Da fand ich den Club der Verlierer in seiner jugendlichen Form, in seiner Kinderform im Original besser als im Remake. Jetzt bin ich gespannt, wie die Erwachsenenform ausschaut. Da muss ich sagen, gefiel mir das Original auch die Art und Weise, wie es erzählt wurde. Aber ich glaube zumindest auf dieser Ebene, da könnten Original und Remake tatsächlich ebenbürtig sein, beziehungsweise das Remake auch ein bisschen besser werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die erwachsenen Darsteller im Original aus den 80ern war nicht schlecht. Der Cast war in Ordnung. Aber hier haben wir mit unter anderem James McAvoy auch entsprechende Charaktere und Schauspieler, die halt auch das auf die Leinwand werfen, was einfach in der Situation erforderlich ist. Nämlich pure schockige Angst und die spüre ich in diesem Trailer halt und das finde ich halt ultra geil.
Und ja, natürlich auch hier wieder so Szenen, die ich zumindest aus dem Original nicht kenne. Vielleicht kennt ihr die aus dem Buch, zum Beispiel diese Spiegelkabinett-Szene, wo Georgie oder ein anderes Kind auf jeden Fall sich verläuft. James McAvoy als Bill ihn verfolgt, weil er ihn beschützen will, weil er schon ahnt, Pennywise ist da wahrscheinlich auch irgendwo am Start. Und dann ist er da am Start. Und ja, fett. Fett, fett, fett. Bill Skarsgård spielt Pennywise wieder erschreckend gut. Ich hoffe, dass wir ihn hier, und das suggeriert ja der Trailer, jetzt auch ein bisschen öfter sehen, ein bisschen vermehrt sehen, mehr Screentime von S, weil S letzten Endes ja auch der Bestandteil des Filmes sein sollte. Und auch in der Erwachsenenform haben wir im Original zumindest es relativ selten gesehen. Der Schock wurde natürlich immer angeteased durch andere Begleitumstände. Wenn wir an dieses erste Treffen des Clubs der Verlierer 27 Jahre später in Deary treffen, wo die dann beim Chinesen sind und essen und dann diese Glückskeks-Szene ist, hat mich total geschockt und schockt mich auch heute noch. Also es ist natürlich indirekt immer in jeder Szene spürbar gewesen und ich hoffe, dass das Remake genauso gut hinkriegt, plus mehr Schockszenen, wo es selber dann auch auf den Plan tritt. Das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool und genau. Ansonsten muss ich sagen, der Cast in seiner Form, wie er so hier im Film erscheinen wird, kann sich sehen lassen. Es ist eben nicht nur James McAvoy, es ist Jessica Chastain, die wir aus Zero Dark Thirty kennen. Und aus dem Horrorstreifen Mama, da hat es mir auch richtig gut gefallen. Das waren ja auch so Kinder, böse und grotesk. Da bin ich auf jeden Fall richtig, richtig froh drüber, dass man hier auch auf Charaktere zurückgreift, die sich in gewisser Weise nicht nur aus dem Horrorfilm-Genre her bedienen können, aus ihrer eigenen Filmografie, sondern wie beispielsweise auch James McAvoy aus Glass und aus Split weiß, wie man mit psychotischen Charakteren umgeht. Gegebenenfalls sie auch spielt natürlich. Auf jeden Fall, ich freue mich auf tatsächlich S Kapitel 2 sehr. Hätte ich gar nicht erwartet, muss ich echt eingestehen. Und dementsprechend würde mich jetzt interessieren, was ist eure Erwartungshaltung? Schockt euch dieser Trailer auch? Also mich schockt der Trailer mehr als der erste Trailer. Und einfach nur krass. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, eure Reaktion auf den Trailer würde mich interessieren. Ab in die Kommentare. Social Media Kanäle wie immer hier. Abonnieren geht da. Und jetzt geht's auf die Endcard. Nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil.